mittlerweile reden sehr viele, zum Beispiel auf Social Media, TikTok und so weiter, Leute über die Religion und nennen sich eventuell auch Sheikh und so weiter und so fort. Und viele, die kein Wissen haben, nehmen von diesen Leuten und gelangen dann in die Irre. Kannst du dazu ein, zwei Ratschläge vielleicht geben? Barakallahu fik, barakallahu khair. Die Frage, dass viele Leute mittlerweile in TikTok oder in sozialen Medien auftreten, und die fangen an, über Religion zu reden und dann haben sie auch Fans und Anhänger und die werden gefragt und dann barakallahu fikum, barakallahu khair, die lassen die Leute in die Irre. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Kann man etwas dazu sagen? Erstmal barakallahu fik, barakallahu khair. Dies, was heute passiert, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erzählt und erklärt, dass es die Zeit kommen wird, dass unwissende Leute über Religion sprechen und dass die Leute ihnen folgen und die irren sich selber und die lassen auch die anderen in die Irre fahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist auch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es vor der Stunde gibt es Jahre, die täuschen sind. Der Lügner wird als wahrhaftiger bezeichnet und der Wahrhaftige als Lügner, der Treue als untreu und der Untreue als treu und die Ruwaybida werden sprechen. Dann wurde er gefragt, wer sind die Ruwaybida? Der sagte, Ar-Rajulu Tafih yatakallamu fi amri al-amma. Das bedeutet, derjenige, der niveaulos ist, ahnungslos ist, der redet über große Themen der Nation. Und das ist natürlich diese Zeit, was wir haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, erstmal, wer ist ein Talib Ilm, wer ist ein Sheikh, wer ist eine Person, die Fatwa geben darf und die antworten kann und darf. Das ist wichtig zu verstehen. Aber erstmal, wo sind diese Leute, die nach Wissen suchen, damit sie verstehen, was das bedeutet, was gesagt wird. Heute ist die Sache so, barakallahu fik. Jemand macht sich einen Kanal, der macht 3, 4 Vorträge, der macht schöne Stimme oder der singt ein bisschen oder der macht ein bisschen Def. Und ja, Habibi, ja, Muhammad, Tala. Kennt ihr alle? Mach mal ein paar. Tala. Ja. Ja, 1, 2, 3. Ja? Mashallah. Deshalb, das ist die Sache. Verstehst du? Deshalb, die Leute, das ist Unterhaltung und das ist Entertainment. Deshalb denken die Leute, okay, das ist die Sache, das ist schön, das gefällt mir, die Person ist sympathisch oder die andere Person ist nicht sympathisch, von dem nehme ich nicht. Erstmal, barakallahu fik, wer ist ein Alim, wer ist ein wissender Gelehrter? Derjenige ist derjenige, der Koran, Wissen über Koran hat. Der muss nicht unbedingt den ganzen Koran auswendig kann. Aber der kann Koran, der kann Tafsir von Koran, der kann die Grundlagen, wie man den Koran erklärt, der kann die Grundlagen von Hadith, der kann Ilm al-Mustalah, wie man die Hadithe klassifiziert, der kann Usul al-Fiqh und der weiß, was diese Grundlagen von Fiqh sind. Der hat Ahnung von Konsens von den Gelehrten. Konsens bedeutet Übereinstimmung der Gelehrten. Das bedeutet, es gibt keine unterschiedlichen Ansichten. Der hat Ahnung von unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten. Der hat Ahnung in der arabischen Sprache, weil er Koran und Sunna liest. Und der weiß von der Geschichte und von Namen von den großen Gelehrten. Der kennt die Madhahib. Diese Person ist ein Alim. Und dieser Alim, dieser wissende Alim, der kann Fatwa geben und er kann sich bemühen. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Stufe. Das sind Schüler des Wissens, Talabat al-Ilm. Und das sind Leute, die auch Ahnung vom Koran haben, Ahnung von Sunna haben, von Usul al-Fiqh, Usul al-Hadith und solche Sachen, die arabische Sprache und alles. Aber die sind nicht so in Wissen wie die Ulama. Diese können sich in bestimmten Themen anstrengen und bemühen. Und die fragen die großen Gelehrten. Dann kommen die Leute, das Fußvolk sozusagen. Und da sind sie verschieden. Es gibt Leute, die verstehen, was Beweis ist. Und die suchen nach Beweis, die folgen. Und es gibt Leute, die verstehen, die wollen den Beweis, die verstehen nicht alles. Aber die fragen die Gelehrten und die Schüler des Wissens. Und es gibt Leute, die keine Ahnung haben. Deshalb, man sagt im Arabischen, wenn man anfängt, auf Trommel zu schlagen für sie, dann fangen sie an zu tanzen. Und leider die meisten sind heute so. Die meisten sind so. Deshalb, manchmal wissen nicht die Leute, dass die anderen, die Zuhörer,
Und die Unterstützer für diese Person, die sind ein Grund, dass diese Person sich auf dem Weg in die Hölle begibt. Wala hawla wala quwwata illa billah. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Inna Allah la yaqbidu al-ilma bi qabdihi min sudur al-nas aw yantazi'u intiza'an min sudur al-nas wa innama bi qabdi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das Wissen nicht von den Herzen von den Leuten so, dass das Wissen einfach weggenommen wird, sondern das Wissen wird weggenommen, indem die Gelehrten sterben. Die großen Gelehrten sterben. Und wenn es keine großen Gelehrten gibt, dann nehmen sich die Leute Köpfe, die unwissend sind. Und diese Unwissenden werden gefragt. Und die Antworten ohne Wissen, die irren sich. Und die lassen die anderen auch in die Irre. Deshalb, Achi Barakallahu Fik, sagen wir immer den Leuten, bitte lerne deine Religion. Du brauchst nicht wie Imam Ahmed zu werden. Du brauchst nicht wie Sheikh al-Islam zu werden. Du brauchst auch nicht, jeder von uns soll Imam werden. Und nicht jeder soll Prediger werden. Aber es kann sein, dass wir eine Marktlücke haben. Hier in Deutschland ist alles, das geht um Markt. Und vielleicht haben wir eine Marktlücke, das heißt Prediger. Predigerstatus ist gut. Da wird man Respekt bekommen und schnell heiraten können. Und, ja. Ich habe euch jetzt einen Tipp gegeben. Das ist Barakallahu fik, Barakallahu khair. Was sollen wir sagen? Ich meine, man sollte sich schämen. Man sollte sich schämen, dass man sich so begibt, als ob man eine Größe ist und man weiß selber drin, dass man nichts ist. Die Gelehrten sagen, sei nicht Abu Shibr im Wissen. Sei nicht von der Handspanne im Wissen. Damit sagt, das Wissen hat drei Handspannen. Wenn du in der ersten bist, dann bist du arrogant. Wenn du im zweiten bist, dann bist du bescheiden. Wenn du im dritten bist, dann weißt du, dass du nicht weißt, dann bist du Gelehrter. Deshalb diejenigen, die in der ersten, der hat ein paar Sachen gelernt, und der macht sich Videokanal und dann macht er. Und das ist auch der Fehler von vielen Brüdern, die sowas unterstützen. Okay, du bist ein Bruder, du kannst was vortragen, du kannst was sagen, gut, okay, schön. Aber nicht mehr. Nicht, dass man anfängt, jemand, der noch nicht, tut mir leid, der noch nicht La ilaha illallah richtig sprechen kann, der macht uns einen Vortrag, dass die Großgelehrten im Islam, die sind keine Muslime. Der macht Takfir über Sheikh al-Islam und der macht Takfir über die großen Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Oder andere, der sagt, der ist Mubtadi', der ist Bid'a. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Von den Leuten, die zuhören und von den Leuten, die predigen. Und das ist natürlich bei manchen Leuten, Barakallahu fikum, Takallahu khair, die haben keine Orientierung. Aber wie sollen sie Orientierung bekommen, wenn sie nicht nach Wissen suchen? Also ich habe immer meinen Sheikh gefragt, ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen und sein Leben verlängern mit guten Sheikh Adnan, Ar'ur. Manche Leute mögen das gar nicht. Aber weil ich habe ihn einmal gefragt, ich habe gesagt, was ist los mit den Jugendlichen? Der hat mir gesagt, bei welchem Sheikh haben Sie gelernt? In welcher Schule saßen Sie? Welcher Gelehrter hat Ihnen Adab beigebracht? Ich habe gesagt, khalas, die Antwort ist gekommen.